Wir glauben, es braucht ein Festival für feministische Gesellschaftskritik, weil patriarchale und sexistische Strukturen in unserer Gesellschaft allgegenwärtig sind. Und wir wollen natürlich auch ein schönes Wochenende haben mit Sonne, Getränken und schöner Musik. Die Idee stammt eigentlich aus 2006. Da haben sich Leute zusammengefunden, um dieses Festival zu veranstalten, als Reaktion auf diesen Sommer voller Deutschlandfahren. Und dann war es erst, gab es die Idee, nationalismuskritisches und antisexistisches Festival zu machen. Und es hat sich so über die Jahre entwickelt, findet dieses Jahr zum 7. Mal bereits statt. Wie lange dauert da so die Vorbereitungsphase? Also wir haben jetzt im Dezember im letzten Jahres angefangen, uns das erstmal zu treffen, und es wird mit der Zeit dann immer stressiger. Bis jetzt zu den letzten Wochen, da waren wir eigentlich 24/7 mit Antifeel beschäftigt. Wir sind eigentlich total zufrieden, wir sind total glücklich, vor allem, dass das Wetter mitspielt. Und wir waren alle positiv überrascht, dass es gestern echt gut gelaufen ist. Es war total entspannt und stressfrei und es waren, glaube ich, tolle Workshops und tolle Acts auf der Bühne. Das Antifeel ist immer nur das, was die Leute, die es machen, daraus machen. Und von daher, also es ist erstmal noch gar nicht gewiss, dass es 2014 ein Festival geben wird. Es werden sich irgendwann wieder Leute bestimmt zusammensetzen aus dem alten Plenum und dafür werben, dass wieder neue mitmachen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass 2014 auch wieder ein Festival gibt.